MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Bald, wenn die, also wenn weiterhin so viele Zuschauer dazukommen wie momentan, dann haben wir es echt drauf. Dann haben wir nicht runterspringen da oben. Ne? Ha, er winkt uns, hi. Dann sind wir echt relativ sehr schnell gewachsen dieses Jahr schon. Das ist der Wahnsinn. Also wenn ich überlege, dass das Ganze mal als Projekt gestartet ist, einfach mal, um zu schauen, ob Leute sich auch für Simulatoren interessieren, hier auf diesem Planeten und nicht nur ich. Weil immer, wenn ich Simulatoren gekauft habe, hat irgendwie kein anderer Simulatoren gekauft, außer ich. Aber ich muss sagen, das ist echt ein Hype. Wahnsinn. Jetzt bald auch der Ziegen-Simulator hier, oder der ist schon hier, das weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Hier ist schon wieder ein leerer Bus. Boah, sieht auch wunderschön hier draußen aus, ne? Wenn man sich das mal anschaut. So. Wahnsinn. Oder da vorne. Moment, wir machen mal das Navi aus. Sonst wird das Foto noch schöner. So. So. Wunderbar. Eigentlich brauchen wir das Navi ja gar nicht, oder? Nö. Man sieht, wie schnell ich bin. Man sieht, wo es lang geht. Das Navi ist ja on board auch da. ...80 km/h Überholverbot. Ja, Überholverbot hieß das nicht. Das hieß Maut. Leck mich de Tash. Schon wieder Maut. Os. Den Blitz habe ich nicht gesehen. Ah, da stand die doofe Kasten, ja. Boah, ist doch scheiße. Ha! Na, natürlich. Ohne Mist, der wollte nicht auf Seite gehen. Oh. 1,5 Stündchen haben wir noch, bis ich schlafen gehen muss. Okay. Das ist mir egal. Wir haben so viel Kohle. 625.000 Euro. Dass mich diese scheiß Geschwindigkeitsüberschreitungen eigentlich gar nicht mehr interessieren. Wir fahren auf der A10 momentan. Oh, was ist das hier rechts? Das ist eine Burg und alles. Wahnsinn. Wir verpassen wieder alles, weil wir uns zu stark konzentrieren. Wow. Eigentlich ein Foto wert, oder? Ach, ist das schön. Wir haben so hübsche Fotos bis jetzt. Kollege, da vorne kommt die Mautstelle, dann kannst du pennen. Das auf den Sack. Wie mich diese Mautstellen ankotzen. Fahre ich direkt rechts raus. Kann ich da rechts auch direkt pennen gehen. So, einmal schlafen, weil es so viel Spaß macht. So.
Langsam glaube ich echt, dass wir erst nächste Woche ankommen. Also die Folge hier geht noch knappe 10 Minuten. Und ich glaube nicht, dass ich in 10 Minuten 13 Kilometer fahren kann. Also könnte schon, wenn ich mit 150 durchgehend fahre. Ist aber nicht Sinn der Sache. Ah, ist echt der Hammer. Esso-Tankstelle, lol. In der TSM-Map sind originale Tankstellennamen, ne? Oder war das jetzt zufällig, dass die Tankstelle Esso heißt? Ich glaube ja wohl nicht. Würde mich zumindest stark wundern. Hört ihr das? Das ist der Klang eines überholenden Busses. Huch. Wahnsinn. Okay, das ist ein anderer Klang. Das hat nichts mit einem Überholen zu tun von einem Bus. Achso, Leute, warum momentan kein Minecraft kommt? Letzte Woche kamen, glaube ich, noch zwei Folgen. Diese Woche kommen schon keine mehr, weil ich am Überlegen bin, T-Kit rauszuschmeißen, beziehungsweise das normale Minecraft zu spielen oder Minecraft weiterzuspielen im T-Kit, aber ohne T-Kit überhaupt zu benutzen, sondern einfach nur die Features, die es bietet, zu genießen. Das sind so Sachen, die ich momentan noch nicht wirklich weiß. Von daher, lasst mir ein, zwei Wochen Gedenkenphase. Ich weiß, ihr wartet dann schon wieder so lange. Aber ich vermute, dass es dann wieder kommt. Ich habe ja Bock drauf, ne? Von daher. Wenn ich keine Lust drauf hätte, würde ich es ja nicht tun. Also spielen. Sollen wir mal was trinken? Wahnsinn, in dieser Aufnahmestaffel, ne? Von einem, naja, von fünf Folgen habe ich irgendwie eine ganze Flasche Mezzo bald leer. Gesund ist was anderes. Aber lecker ist es. Da führt definitiv kein Weg dran vorbei. Ich freue mich einfach, wenn ich jetzt vielleicht schon einen Führerschein bestanden habe, dann gibt es wahrscheinlich ein Video davon. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob es davon jemals ein Video geben wird. Mein Auto sieht ganz gut aus. Ich habe mir schon eins ausgesucht, welches das sein wird. Seht ihr dann demnächst irgendwann mal? Wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Warum auch? Es gibt keinen Sinn, außer ihr sagt alle, ihr möchtet das Auto sehen, dann zeige ich es euch mal. Hier rechts seht ihr wieder auf der Karte so eine Drecksmautstelle. Vielleicht gibt es einen Flugmod oder so, dass ich dann fliegen kann. Bei länger als 10 Sekunden die Bremse drücken, kommen Turbinen aus den Reifen und schon geht die Party los. Die Modifikation wäre auf jeden Fall geil, aber schwachsinnig. Dafür fahre ich eh so wenig wie möglich mit Mods. Ich habe den Regenmod drin, dass das Wetter sich realistischer anhört und das ist einfach bombastisch. Das ist auch ein Mod, der geil ist. Der bis 180 km/h funktioniert vor allen Dingen. In 600 Meter kommt eine Baustelle. Okay. Und dazu kommt dann, wie heißt es, der Mod hier mit der TSM-Map. Und ein anderes Design von Renault, glaube ich, war es. Was ich noch nie ausprobiert habe. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Oh. Oh, ist das eng. Glück gehabt. Aber ich glaube, die Mods stehen mittlerweile, habe ich die unten in die Beschreibung reingeschrieben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass ich das getan habe.
Noch 11 Stunden. Ich kann aber nochmal schlafen gehen. Also von daher, wir waren relativ schnell unterwegs, die letzten Folgen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir das immer noch. Ey, was ist los, Pussbeat? Du hältst den ganzen Verkehr auf, Kollege. Haha, ausgebremst. Jetzt musst du anfahren, ne? Das dauert. So, was haben wir da für ein Schild? Police irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas mit Polizei. Ist natürlich doof, wenn man im fremden Land LKW fährt und man keine Ahnung, was die alle mit den Schildern wollen. Polizei versteht jeder. Das ist kein Problem, das kriege ich hin. Ich hoffe übrigens auch, dass alle gesundheitlich fit sind, auch wenn das Wetter momentan hier verrückt spielt, zumindest hier in Aachen, weil das ist echt crazy. Das sieht komisch aus mit der Wand, die so nach oben geht. Sollte bestimmt verhindern, dass dahinter was gebaut wird. Beziehungsweise, dass dahinter was gebaut wurde. Soll noch nicht drüber gucken? Naja, keine Chance, gut. Ah, ist doch nochmal schön, ein Tunnel. Ja, weil das Wetter momentan sowas von verrückt ist. 200 Meter ist der lang. Ist ja nicht lang. Ja, ich bin auch dauerhaft krank und werde wieder krank und bin dann wieder nicht krank und. Also diese Abwechslung ist sowas von nervig. Das macht ja einem dann selber schon keinen Spaß mehr. Aber ihr versteht das, wie ich das meine bestimmt. Von daher passt das. So, Leute, so langsam endet diese Folge, ja, und ich möchte einfach nochmal ein herzliches Dankeschön aussprechen an alle Zuschauer, die mich schauen, an alle Zuschauer, die fleißig abonniert haben und an alle Zuschauer, die immer einen Daumen hoch geben, wenn ihnen das Video gefallen hat. Einen großen Dank an euch, ihr schafft es wirklich manchmal, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und falls ihr einen guten Witz haben solltet, schreibt ihn doch mal in die Kommentare. Und dann lese ich den demnächst mal in einem Let's Play vor. Aber wir parken jetzt nicht hier unbedingt an der Steigung. So, so sieht gut aus. Okay, Leute, bis dahin bleibt ihr seid. Danke fürs Zusehen und tschüss, Ikowski. Macht's gut.